Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir machen uns mal in die Burg rein. Da waren auf jeden Fall Monster drin, das habe ich schon gesehen gehabt. Es hat aufgehört zu regnen. Juhu! Mal gucken, was das ist. Wölfe vielleicht? Das wäre mir ganz lieb, weil die sind einfach. Ja, da sehe ich schon einen Wolf. Toll, ich nie verschwendet. Ist aber ganz schön dunkel hier drin. Und ein Varg als Anführer wahrscheinlich des Rudels. Ist auch ein kleines Rudel. Au, 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 au! Ihr macht wenig Schaden, habe ich gesagt. Jetzt hört auf, hier so einen Scheiß zu bauen. Ruft da gerade noch mehr Freunde oder warum ist er am Jault und am Kämpfen? Klingt auf jeden Fall sehr gefährlich, muss ich sagen. Stimmt, die rohe Leber kann ich ja auch essen. So, heilen wir uns nochmal. Okay, wir müssen schon wieder meditieren, sehe ich gerade. Können wir eigentlich Schwalbe verbessern? Was ist denn nochmal? Ne, ist das Charakter? Ich weiß nicht, was Alchemie war. Können wir Schwalbe eigentlich verbessern? Raffert des Weißen würde ich auch gerne machen. Alkoholhäs brauchen wir dafür nur. Okay. Petri, Schneesturm, Vollmond, schwarzes Blut, Katze, Schwalbe. Weiße Möwe fehlt dafür. Weiße Möwe. Wo kommen denn weiße Möwe her? Und Vitriol fehlt auch zweimal. Hm. Weiße Möwe. Klingt ja fast wie ein Trank, weiße Möwe, aber das ist keiner. Zumal wir damit ihn nicht dann... Ach nee, den brauchen wir nur einmal. Weiße Möwe. Ist aber kein Trank, oder? Donner? Nee. Ach doch, weiße Möwe. Krass, es ist ein Alkohol anscheinend. Mildes Hexer-Halluzinogen. Da brauchen wir Kirschlikör und Alraunlikör. Was fehlt uns denn für Alkohol hier? Ist Kirschlikör. Oh, fuck. Aber es sind Sachen, die wir selber machen können. Okay, müssen wir mal Ausschau halten. Auch bei Händlern. Ob wir sowas bekommen. Dass wir irgendwie nach unten, wie es aussieht. Gott, da sieht man ja gar nichts. Okay, ich denke, jetzt können wir uns schenken. Da können wir direkt zur Katze gehen. Und selbst da ist es angenehmer, wenn man mit Fackel und Katze spielt. Ich habe gedacht, wir können das Ding anzünden, aber es war nicht so. Zwergenschnaps. Genau, wir brauchen Alkohol. Wir brauchen nicht Zwergenschnaps, sondern Alkoholhäst und weiße Möwe oder Kirschlikör. Ich habe ja Glück und ihr findet... Oh. Komm her. Oh, die machen Stress, die machen Stress. Ich merke das schon. Es ist auch ziemlich eng hier. Jetzt sind es drei schon. Na, Glück auf. Was ist denn hier los?
das war gar nicht mal so einfach, der Kampf, weil die können echt fett Schaden machen. So, was haben wir hier? Haben die irgendwas Geiles beschützt? Gebt mir eure Reichtümer. Bitte sehr. Oh, da liegt was auf dem Boden. Eine Notiz, wie es aussah. Erpresserbrief. An den ehrenwerten Raphael von Burmann, Herr von Burg Zuetzer oder Zitzer, wie auch immer. Wir möchten euch, edler Herr, versichern, dass eure Tochter sich allerbester Gesundheit erfreut. Daran wird sich auch nichts ändern, wenn ihr Vater gemäß unseren Anweisungen handelt. Diese lauten wie folgt. In 6 Tagen, genau zu Mitternachtsschlag, habt ihr, mein Herr, euch vor der verfluchten Kapelle in der Nähe von Brunmich einzufinden, um ein Lösegeld in Höhe von 1000 unbeschädigten Novigrader Kronen zu übergeben. Ihr dürft keinen Alarm geben, müsst allein erscheinen, ohne Wachen oder Bedienstete. Ich verzichte darauf, hinzuzufügen, dass jegliche Nichtbefolgung dieser Anweisungen zu einer sofortigen und proportionalen Verschlechterung des Gesundheitszustandes der jungen und hübschen Dame aus ihrem Hause führen wird. Meine besten Grüße euch, Herr. Aha, da wurde also erpresst. Hier ist nichts weiter, wie es aussieht. Nehmen wir noch mal die Katze. Irgendwo müssen doch auch noch fette Geschätze sein, oder? Das ist Teil 1. Einträge in chronologischer Reihenfolge. Die letzten Seiten sind herausgerissen. Diese Tätigkeit ist sogar noch profitabler, als ich erwartet hatte. 5 der letzten 7 Entführungen waren ein Erfolg. Nur 2 Knaben hatten Väter, die zu geizig waren, ihre Söhne auszulösen. Da es dort wohl noch weitere Nachkommen gab, wurden die gefangenen Rotznasen als entbehrlich eingestuft. Nicht vergessen, in Zukunft ein wesentlich geringeres Lösegeld von Kunden mit mehr als einem männlichen Erben verlangen. Ich habe die Jungs auf Anastasia von Burmann angesetzt. Der Herr von Burg Zützer oder Zuetzer ist ein unglaublich wohlhabender Edelmann und Anastasia ist sein einziges Kind. Das riecht nach einer lukrativen Transaktion. Die Jungs sind in der Nacht mit der Tochter des Kunden zurückgekehrt. Das Mädchen ist ruhig, gar apathisch. Um die Burg herum gehen seltsame Dinge vor sich. Rabenschwärme sitzen in den Bäumen, die an den Innenhof grenzen. Heute Morgen sind noch mehr dazu gekommen. 2 Dienstmägde sind verschwunden. Waren dafür etwa meine Jungs verantwortlich oder haben diese Raben sie zu Tode gehackt? Hier verdeckt ein riesiger Tintenfleck die Hälfte der Seite. Was ist denn immer los mit diesen verdammten Seiten? Entweder ist es unleserlich geschrieben, es ist ein fetter Blutfleck drauf, ein Tintenfleck, es fehlt was, es ist verbrannt, irgendwelche Probleme haben die immer. Einer meiner Knechte ist gestorben. Laut den anderen Bediensteten wurde er von Baumwurzeln getötet, die plötzlich aus dem Boden schossen. Meine Männer sind vor Angst wie gelähmt. In den Ländereien um das Anwesen herum heulen bei Tag und Nacht die Wölfe. Die Burgmauern zu verlassen würde den sicheren Tod bedeuten. Wir haben uns im Inneren verbarrikadiert und leben wie bei einer Belagerung. Zum Glück verfügen wir über reichlich Nahrung und Wasser. Vielleicht handelt es sich dabei um eine Art von Fluch. Franz, der Kopf der Einheit, die Anastasia entführt hat, hat den Freitod durch die Schlinge gewählt. Hier ist ganz sicher schwarze Magie am Werk. Ich muss in der Burgbibliothek nach Hinweisen darauf suchen, um was es sich dabei handeln könnte. Naja, hat es auf jeden Fall nicht geschafft, diesen Baumgeist da zu besiegen. Den mussten wir jetzt gerade aufs Blatt machen. Mal gucken, ob jetzt noch irgendwie ein Geist erscheint, wenn ich die Truhe hier loote. Na? Hexerschwert. Oh, Assassinenhandschuhe, Relikt. Aber das letzte Relikt war jetzt auch nicht so wirklich geil. Ah. Zumindest deutlich besser, was die Rüstung... Ah, das heißt deutlich besser, was die Rüstung angeht. Durchbohrungsschadenresistent ist ein Tick schlechter. Zerschmettern auch. Aufschlitzen gleich. Kritische Trefferchance plus 10. Das gab es gar nicht. Dafür gab es einen kritischen Trefferbonus. Chance auf Bonuskräuter. Ach, ich glaube, das nehme ich sogar. Zumal ich die passender finde, die Handschuhe, als diese krassen Krallen. Das sieht so merkwürdig aus. Das passt überhaupt nicht. Das sieht aus, als wenn er Drachenkrallen dran hätte oder sowas. Ja, ich nehme das. Ist doch nur einmal gesockelt, aber egal. 10% Igni, nehmen wir. So, hat sich doch schon gelohnt. Neue Handschuhe. Das war's, oder? Quest abgeschlossen. So, Katze läuft zwar noch lange, aber scheiß drauf. Das. Ach, wir heilen uns einfach nochmal und meditieren, damit die Katze weggeht. Ich will was sehen. Also ich will, dass es schön aussieht. Und pass auf, zur Strafe jetzt bestimmt. Regen.
Irgendwo hier war doch das Quest, oder? Na, ich muss ins Journal rein. Genau. Hier haben wir zwar auch noch was, aber wie gesagt, wir wollen ja ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Nehmen wir jetzt erstmal das Nebenquest und es scheint ja auch das Gebiet hier freundlicher auszusehen, obwohl immer noch lautes Gestöhne ist. Also anscheinend ist der Wald immer noch so leicht verwunschen, keine Ahnung. Ich glaube, Plätze kann uns hier erstmal nicht so viel helfen, oder? Ja, wobei, es scheint schon eine Art Weg zu geben. Oh Gott, aber Plätze taucht sonst wo auf. Wo ist er denn jetzt? Schneller. Oh, scheiße. Das hat sich ja gelohnt, Plätze. Danke. Ich renne hier erstmal raus, bevor ich ihn wiederhole. Wobei, jetzt gibt es ja wieder einen Weg, oder? Wie bist du denn jetzt plötzlich da runtergekommen? Hättest du auch einfach runterspringen können, als ich auf dir drauf saß. Moment mal, habe ich jetzt gerade für das Quest einen Punkt gesetzt? Total sinnlos. Oh, eine Rehherde. Sag mal, Herde? Nee, Rudel, ne? Rudel? Sag mal, Rudel? Ach, keine Ahnung. Rest laufen wir. Wir speichern aber nochmal. Sind ja auf Garantie wieder irgendwelche blöden... Ach nee, sind ja gar keine Gegner hier. Ich dachte, es wäre wieder alles voll mit irgendwelchen Raubrittern oder so. Ein Priester hat es leicht. Suche nach dem Ort, an dem der aufführische Händler überfallen wurde. Boah, ist aber ein großes Gebiet. Ah, da drüben ist ein Wagen. Wahrscheinlich da. Hier, denke ich mal, war's. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Hier fand wohl ein blutiger Kampf statt. Die Leute der Karawane hatten keine Chance. Die Spuren führen nach Norden. Gibt's da noch was zu holen? Nee. Boah, das sind aber viele. Ach du Gott, eins, zwei, drei. Ich würde sagen, es waren mindestens vier Leute. Ja, nicht noch mehr. Die Spur verliert sich hier. Ich muss mich umsehen. Vielleicht kann ich sie wieder aufnehmen. Ah, hier ist irgendwas? Hier wurde jemand verwundet. Er fing an, stark zu bluten. Gab's da einen Kampf zwischen Banditen? Halt. Blutspuren. Allerdings nicht im Schnee, sondern... Wald. Was mag das wohl bedeuten? Die haben wahrscheinlich eine Geisel genommen. Die Blutspur gehört zur Geisel. Sie hier sterben zu lassen, wäre zu riskant gewesen. Ich habe die Spur verloren. Ich muss mich nach etwas anderem umsehen. Vielleicht nach Geruch. Wird ja wahrscheinlich irgendwo hier weiter nach oben gehen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es... hier irgendwo ist. Fuck, das ist echt wieder ein großes Gebiet. Es kann wieder ewig dauern, bis wir das finden. Gefunden. Ah. Sie führt dort lang. Oh, da sind irgendwelche Monster oder Gegner. Die Spur endet hier. Unter dem Dreck und Staub verbirgt sich eine Falltür. Ein Geheimgang? Ich suche den Unterschlupf der Banditen. Das ist ja mal eine interessante Schatzsuche auf jeden Fall. Können wir nochmal speichern. Okay, dann kämpfen wir halt. Ah,
Ach, natürlich wieder ein Bogenschütze oder ein Dingens hier, na sag's mal. Na komm schon. Ein Armbrustschütze dabei. Ach fuck, ich wollte es gar nicht machen. Seh nichts. Es ist zu eng. Ich muss hier mal weg. Ich muss hier mal ganz schnell weg. So, ich glaube, jetzt haben wir den Armbrustschützen zumindest erstmal platt gemacht. Ich sehe halt nichts. Ja, war doch gar nicht so schwer. Und zack. Ich glaube, der Grund, warum die ganzen Raubritter sind, das sind gar keine einzelnen Banden, sondern die gehören alle zusammen. Die haben ja auch immer diese Befehle vom gleichen Typ. Und das ist quasi so ein bisschen... auch so eine Art, ja, Geschichte, Lore nennt man das wahrscheinlich an dem Spiel. Also einfach so eine Art Nebenquest, Sidequest, oder halt Nebengeschichte, dass man quasi so verfolgen kann, was die Raubritterbande da für Aufträge von ihrem Chef haben und wo die halt sich überall rumtreiben. Also das ist, die gehören schon alle zusammen. Deswegen sind auch die ganzen Banditenlager quasi jetzt Raubritter, weil die halt ihre Aufträge haben. Und man die dann quasi da mitbekommt, wenn man die Sachen erledigt. Caroline! Ein neues Reliktschwert. Sehr schön. Fremder Sprache. Das ist okay. Machen wir noch irgendwelche Befehle. Lies den Brief, den du gefunden hast. Möchte ich gerne machen. Berengars Notizen. Verdammter Metallbrocken. Eine schweißtreibende Woche zwischen Amboss und Blasebalg. Endlich halte ich Thor Herne in Händen. Es strahlt. Und dann zerspringt es beim ersten Übungsschlag in 1000 Splitter. Ich muss die Legierung verdorben haben. Oder ich habe es nach den Schmieden zu schnell abgekühlt. Schwer zu sagen. Ich muss wohl von vorne anfangen, aber nicht hier. Wesemir schafft mich noch mit seinen verfluchten weisen Sprüchen. Ich hätte wissen müssen, was ich für ein Fass aufmache, wenn ich ihn um Rat frage. Keine Ahnung, wie Geralt das erträgt, ohne vollends verrückt zu werden. Ist das, was ich lesen sollte? Nee, das ist es nicht. Verdammt. Notizen eines Reisenden. Hä? Oder ist es ein Questding? Es ist so ein Questding. Rüstungsschema unübersetzt. Briefe befehlen, das ist es, glaube ich. Robbe, du hattest einen ganzen Monat Zeit und nichts. Keine Fortschritte. Das Schema ist genauso unverständlich wie am Anfang. Das war's jetzt. Schluss mit dem Gedöns. Du wirst jetzt Folgendes tun. Behalte ein Schema und sieh es dir an, bis du auf etwas stößt und den Rest schickst du dann in die anderen Lager. Vielleicht sind einige der Jungs da weniger begriffsstutzig und schaffen es, dieses Scheißgekritzel in irgendwas Brauchbares zu übersetzen. Diese Alchemisten beim Bienengarten haben ihr halbes Leben mit Büchern verbracht, also schick ihnen eine der Zeichnungen. Schick noch eine an den Trupp in den Ruinen des Ziegelbaus am See. Einer von den Kernen sollte angeblich zum Priester geweiht werden. Er spricht auch andere Sprachen und in unserer Transferbasis im Sumpf bei dem verlassenen Dorf gibt es einen ehemaligen Bibliothekarsgehilfen. Schick ihm das dritte Schema. Ulrich. PS, versuch zur Inspiration mal das hier zu übersetzen. Robbe, Ken, Mische, Om, Arschu, Lecken. Robbe kann mich am Arsch lecken, ja, okay. Durchsuche die übrigen Banditenlager. Na, können wir diese blöden Raubritter direkt mal platt machen. Warum ist es nicht Raubritter nennen, sondern Banditenlager, ist auch ein bisschen merkwürdig. So, wie komme ich denn hier hoch? Hä? Kann ich da hochspringen? Krass. Ist auch noch ein Bett. Noch ein Bett.
Ah, hier liegt nichts, na toll. Okay, dann können wir wieder zurückgehen. Suche die übrigen Banditenlager. Scheint auch gar nicht so weit weg zu sein. 134 Schritt. Oh, da ist auch direkt ein Fragezeichen. Ja klar, es ist ein Banditenlager. Macht Sinn. Gehen wir da mal hin. Speichern nochmal. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Komm, komm, du schaffst das, Geralt. Wie er da hochklettert, ist auch geil. Neue Markierung, Banditenlager. Dann machen wir die mal platt. Wechsel mal wieder auf... Oh, scheiße. Oh! Toll, es sind auch nur zwei Leute, ne? Das hat sich richtig gelohnt. Aber brennt trotzdem. Sehr geil. Irgend so ein Labortyp da. Ah, ne, sind drei. Irgend so ein Labortyp da hat so eine zweihändige Waffe. Ist auch nicht schlecht. Er brennt anscheinend sehr gerne, oder? Er brennt dauernd. Man kann aber gut blocken. Nicht sterben! Oh, warum springt denn der so blöd hoch, der Geralt? Der hätte sich einfach nur wegrollen müssen! Fuck! Na egal, dann machen wir jetzt hier einen Cut. Das war total sinnlos, der Tod. Egal, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Daumen hoch, tschüss.